Moin meine Freunde, das ist Magisch und Mystisch und willkommen zurück zum nächsten Part von Paper Mario. Ja, zurück bei Paper Mario. Ich habe die dritte und letzte verbleibende Engine nochmal getestet, die Grafik-Engine. Die funktioniert leider gar nicht, also das Bild flackert die ganze Zeit nur. Das müssen wir so hinnehmen, wie es jetzt gerade ist. Also wenn das Spiel so spielen, wenn es zu solchen kleinen Ausfällen kommt, wie mit diesem Text und sowas, das werden wir entschuldigen. Und auch diese anscheinend mini kleinen Lags beim Springen oder sowas, also dass Mario ein bisschen beim Springen lag, wobei ich mir auch immer nicht sicher bin, ob das wirklich so ist. Das nehmen wir einfach alles in Kauf und spielen und freuen uns da dran. Weiß ich was, das Haus mal. Ah, die hat uns doch gerettet, oder nicht? Oh, was für eine Freude, Mario. Sehr freut, dich kennenzulernen. Ich bin so froh, dass du aufgewacht bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich in Sorge war, weil du so lange geschlafen hast. Jo. Hey, Mario. Ich bin Gumbario. Ich bin dein größter Fan. Du kannst dir nicht vorstellen, was es für mich bedeutet, dich zu treffen, ehrlich. Okay. Mario, du siehst viel besser aus. Ich bin so froh. Ich war wirklich besorgt um dich. Du lagst da so im Wald und hast kein Auge mehr aufgemacht. Ja, danke. Ich danke euch. Dass ihr also besorgt um mich seid. Howdy, Mario. Fühlst du dich besser? Du kannst dich hier jederzeit ausruhen. Du musst was... Du musst schon aufbrechen? Oh, der Sternschnuppengipfel muss sich wohl ohne Zweifel um etwas Wichtiges handeln. Ich glaube, der Gipfel befindet sich nahe von Tottown. Du musst noch ein wenig Geduld haben. Ich muss erst dieses Tor reparieren, bevor du dich in Richtung Osten aufmachen kannst. Das Erdbeben hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Hast du die Erschütterung nie gefühlt? Oh Mann, ich dachte, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Aber jetzt besteht kein Grund zur Sorge. Ich werde das hier im Handumdrehen reparieren. Statt dafür rüber zu springen. Okay, ein Speicherblock. Büro-Riesenblock, wenn du speichern willst. Wenn du besiegt wirst oder die Konsole abschaltest, kannst du danach von diesem Block aus weiterspielen. Wann immer du diesen Block findest, vergiss nicht, sofort zu speichern. Alles klar. Gut. Hier war das Haus. Hallo? Oh Mario, hallo Herzchen, nenn mich Guma. Ich bin eine Gumba-Großmutter, daher der Name. Hast du schon meine lieben Enkelchen getroffen? Sind sie nicht süß? Besonders die kleine Gumbaria, sie sieht genauso aus wie ich, als ich noch klein war. Omichen, okay. Okay. Okay, wo geht's hier hin? Auf dem Balkon. Ach, Gumpa. Ey, du hast mich erschreckt. Mario bestimmt, ne? Oh, du bist also endlich aufgewacht. Gut, ich wusste, dass du würdest dich wieder aufrappeln. Nenn mich Gumpa. Ich bin der Großvater aus Ohio. Dieser Familie, genau. Da bin ich nun Gumpa. Macht es dir etwas aus, wenn wir später weiter plaudern? Ich bin gerade damit beschäftigt, meine wilden Esel zu hier Pharmazwecken so zu beobachten und sowas, ne? Ja, und ich muss auch die Veranda reparieren, deswegen, ja. Alles klar, Ohio-Gumpa. Kriegen wir hin. Gehen wir wieder raus. Oh! Oh, Mario! Mein Vater hat dich gesucht. Er wollte dir sagen, dass er das Tor repariert hat. Jetzt kannst du nach Osten in Richtung Tottown und Sternschnuppengipfel reisen. Ehrenmann. Ehre. Geht raus an ihn. Wo geht's hier lang? Aha. Ach, ist das die Lichtung, wo wir waren? Boah, ich glaube, es leckt doch nicht beim Springen. Ich glaube, das soll so sein, weil laufen was läuft der ja flüssig in sich. Naja, aber sagt egal, wie. Ach, nein, ist einfach mit drauf. Okay, hier hinten geht's auch noch irgendwo hin. Kommen wir schon durch?
Okay, ist abgeschlossen, alles klar. Dann nicht, dann gehen wir weiter gucken. Dann gehen wir Richtung Tottenham, würde ich sagen, ne? Oh, was für eine Arbeit. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Das Tor ist nun repariert. Oh, Gott, erstmal eine Coke gönnen. Folge einfach dieser Straße, sie führt direkt nach Tottenham, wo auch der Pilzpalast steht. Ich glaube, der Sternschnuppengipfel befindet sich jenseits des Palasts. Schade, dass du nicht bleiben kannst. Ich würde dich gerne noch näher kennenlernen. Aber wenn die Pflicht ruft, komm mal wieder zu Besuch. Ich wünsche dir viel Glück. Hi! Scheiße, Kami Cooper. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Mario, ich kann nicht glauben, dass du dich schon von der Abreibung erholt hast, die dir König Bowser verpasst hat. Du bist ganz schön hart. Gut, dass ich hergekommen bin, um zu sehen, ob du nicht irgendetwas Dummes vorhast. Was? Was ist das, Papa? Was ist das für ein ekliges fliegendes Ding? Eklig, du freches Kleines. Ich bin eine wunderschöne Cooper-Dame mit einem fast noch schöneren Namen. Kami Cooper. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, dir eine Lektion zu erteilen. Du kleine Erdkröte, aber nicht jetzt. Mario, vernimm dies. Es ist sinnlos zu versuchen, Prinzessin Peach zu retten. Lächerlich. Lachhaft. Wie du bemerkt hast, ist König Bowser nun viel stärker, als du es verkraften kannst. Hier kannst du ein Geschenk von... Hier hast du ein Geschenk von ihm. What? Was? Scheiße! Mario, du wirst auf die Knie fallen und weinen, wenn du siehst, welche Veränderung Bowser gemacht hat. Deine Welt gehört nun uns. Scheiße. Ich hab das Tor repariert. Ich will das Wort Tor nicht mehr hören. Kami Cooper, diese Teufelin, hast du gehört, was sie über die Prinzessin gesagt hat? Das klang nicht so gut. Ich hoffe, ihr ist nicht zugestoßen. Ja, ich hoffe es auch. Was? Bowser hat Prinzessin Peach entführt? Schon wieder? Oh, unglaublich. Und jetzt musst du zum Sternschnuppengipfel gehen, um sie zu retten? Stimmt's? Das könnte ein Problem werden. Papa, wir müssen etwas tun. Mario muss die Prinzessin retten. Niemand sonst kann es tun. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir diesen Block mit Gumpas Hammer zerstören. Ich glaube, er repariert damit gerade die Veranda. Geh und frage ihn doch danach. Oh nein, ich will den armen Ohio-Mann nicht nerven. Der beobachtet doch gerade seine Esel für seine Pharmazucht-Zeugs-Forschungszwecke-Teile. Wie man halt das so ein Ohio macht oder so, keine Ahnung. What? Ich dachte eine Sekunde lang gerade, das wäre ein Grafikbug, aber nee, das ist schon richtig. Scheiße, wo sind... Hilfe! Ah! Achso, stimmt. Wir sind aus Papier. Schon fast vergessen. Halb so wild. Okay. Ich hab nichts gesagt. Alles klar, okay, wo ist Gumpa? Wo ist der Hammer? Also auf jeden Fall liegt da die Veranda. Ich hab die Veranda schon mal gefunden. Da ist Gumpa. Oh, mein Rücken. Where is das? Bist du das, Mario? Ich kann mich nur an einem lauten Krach erinnern. Dann ist die Veranda ein und ich bin abgestürzt. Bist du auch gefallen? Du bist aus der Tür gekommen und bist ins Leere getreten? Hab ich recht. Immerhin ist uns nichts passiert. Das Problem ist, wir kommen nicht nach Hause, weil dieser Block im Weg ist. Dieser Block sollte nicht hier sein. Das ist ein großer Problem. Was, ein Hammer? Oh, natürlich. Wo ist der? Ich habe ihn benutzt, um die Veranda zu reparieren. Also muss er hier irgendwo herumliegen. Nirgends zu sehen. Irgendwo da drüben muss er hingefahren sein. Mario, wir sollten ihn suchen. Ja, sollten wir. Ja, wo kann der sein? Und jetzt habe ich das Gefühl schon, dass das Spiel ein bisschen leckt, wo der mir jetzt hinterherläuft, aber... Dann sagt, das ist mir scheißegal, ich spiele das Spiel, weil ich Bock drauf habe.
Der Hammer muss ganz in der Nähe sein. So sieht er aus. Durant hinter Büschen. Wenn Ausrufezeichen über deinen Kopf erscheint, drücke einen blauen Knopf, um zu suchen. Ja, blauen Knopf habe ich nicht, aber ja. Wo ich Geld gefunden habe. Guck mal an. Also, 2 Coins. Der Hammer! Du hast den Hammer gefunden! Mario kann nun einen Hammer-Attack ausführen. Dieser Hammer zerstört gelbe Blöcke. Oh, großartig! Das ist er! Das ist der Hammer! Ich nehme an, dass du mit dem Hammer den Block zerstören kannst, der uns den Weg versperrt. Mit dem Hammer kannst du auch auf Bäume schlagen, um sie zu schütteln. Manchmal fällt es etwas Nützliches herab. Drücke B, um ihn einzusetzen. Alles lächeln. Bam! Bam, Bruder, friss mein Hammer! Okay. Okay, 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 ich sehe schon. Ich verstehe schon, ja, ja. Eine Münze. Ein paar mehr Münzen. Die werden wir sicherlich gebrauchen können, die Münzen. Ein Speicherblock. Okay. Noch ein Baum. Was hast du erhalten? Pippi ausgezeichnet. Eine süße Puppe, die genau wie Prinzessin Peach aussieht. Ah, ich kann vielleicht mal gebrauchen. Oh, wie schön. Ich glaube, das ist die Puppe, die Gumbaria verloren hat. Wir sind, sie wird sich sicher freuen, wenn du sie ihr zurückbringst. Leute verlieren so viele Dinge. Da möchte man sich doch gleich ein wenig genauer umsehen. Exactly that what I thought about, man. Exactly. Ja gut, das ist natürlich alles noch mal ein bisschen Tutorial hier, alles noch mal so klar, natürlich. Würde auch noch ein bisschen dauern, denke ich, mit dem Tutorial, aber... Naja... Wir haben es aber durch. Nun, wir haben den Hammer gefunden. Also sollten wir uns auf den Heimweg machen. Ja, mir bei. Arsch! Ah, jetzt kommt das Kampftutorial. Ich sehe schon, alles klar. Ah nein, der Keck. Ich nenne jetzt heute Keck. Wer seid ihr, Deppen? Das hier ist mein Spielplatz, Idioten. Wer setzt ihm seinen Fuß hierher? Ohne meine Erlaubnis. Niemand. Sei bereit, zu Füßen von Meister Junior Trooper zu heulen. Bruder, was für ein Ding, Meister, what? Träume weiter. Wie der sagt. Mario, das ist Junior Trooper. Er ist der Boss der hiesigen Russell-Bande. Offensichtlich ein Ripple. Aber Hunde, die Bellen beißen nicht. Dann machst du ganz rasch Plot. Vergeudet keine Atemluft, um mit ihm zu reden. Sondern zieh ihm eins über die Rübe. Ich bleibe hier stehen und beobachte das Ganze. Alles klar, erster Fight. Ha, ein Punkt Schaden. Oh, ausgezeichnet. Guter Treffer, mach weiter. Ah, fuck, ich hab mich auch getroffen. Okay, hau ich mit dem Hammer hinüber. Komm her. Hit. Okay, und auf den Kopf drauf. Ah, ich farbe mich gerade erst auf. Scheiße, er hat mir auf den Kopf gefurzt, hat er mir. Friss meine Hundescheiße deine Schuhen. Mario, du hast ihn fast gepackt. Hör nicht auf, mach weiter. Na gut, du hast es so gewollt. Sag Hallo zu Junior Trooper Special Attack. Volle Kraft. Kraft, Kraft, Kraft. Oh, Genki. Dama! What? Er hat mir 2 Schaden gemacht. Och, scheiße. Oh, er ist tot, okay. Mario, du hast es sehr gut gekämpft. Du erhältst 10 Punkte.
Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhältst du Sternpunkte. Für jeweils 100 Sternpunkte steigst du ein Level auf. Versuche so viele Punkte wie möglich zu bekommen. 20 Sternpunkte, alles klar. Das ist gut. Das ist schon 5. Level up. Verdammt, was hätte ich gewonnen? Ich komme wieder, Mario. Ja, komm mal wieder, du Keck. Ich mein's ernst, ich komme wieder. Ja, du Keck. Alles klar, versteh schon. Komm wieder, ich auch. Komm her. Zeig dir mal. Was für Wiederkommen, Bruder. Ich mach die Fälle immer richtig. Keck, Alter. Kann gar nichts. Oh, hier kann man sich heilen. Sehe ich schon, verstehe. Durch diesen Block werden deine KP-Kraftpunkte vollständig aufgeladen. Und wir rufen das Menü mal auf, gucken mal, was da so drin ist. Interessant ist, das dauert ja mal hier so eine halbe Stunde, ne? Aber wenn man funktioniert, Items haben wir jetzt Püppi, was auch mal Püppi kann. Sterne haben wir nichts, Karte sind wir da hinten irgendwo am Arsch der Welt. Ja, okay, alles klar. Ich verstehe schon. Oh, der Block ist aber jetzt schon grau. Oh, dieser Stein, den bekommen wir nicht kaputt, ich sehe schon. Was das Problem ist. Der ist zu heavy für uns, der Block. Alles klar hin. Oh, da kommen wir wieder hoch, denke ich. Und das ist wahrscheinlich entweder ein Grafikbug von der Engine oder das sieht einfach scheiße aus. Kann sein. Augen auf, Mario. Böse Gummas voraus. Sie sind Bowser gegenüber loyal. Wenn sie dich sehen, werden sie ohne zu zögern angreifen. Wenn du es schaffst, einen Gegner mit einem Sprung oder einem Hammer anzugreifen, erhältst du den Erstangriff, wenn der Kampf beginnt. Der Erstangriff kann dir in jedem Kampf sehr nützlich sein. Ich weiß. Okay, ich dachte, hier wird es hochgehen, aber vielleicht gibt es hier einfach auch nur Coins. Ich weiß nicht, ich will trotzdem mal nachgucken, Sicherheit. Ach, guck mal, es gibt hier Coins. Oh, ein Item, eine Feuerblume. Was hast du erhalten? Feuerblume, ausgezeichnet. Angriff gegen alle Gegner. Angriffskraft 3. Du hast ein Item erhalten. Items können als Waffen dienen. Deine KP, Kraftpunkte auffrischen und noch einiges mehr. Drücke, ist das Select oder was ist das? Um zu sehen, welche Items Mario bei sich trägt. Ah, nee, das ist nicht Select, sondern, genau, Start halt. Start. Start ist das natürlich. Start. Genau, heißt, wir können haben wir das schon mal gemacht, wir können nochmal gucken gehen. Wichtige Items und Items. Nee. Genau, alles klar. Super. Dann haben wir ein Item. Heißt, wir können jetzt auch erfolgreich gegen diese Gumbis kämpfen hier, gegen Gumbas. Neo. Und wo ist eigentlich dieser Sternenteile? Die wir auch alle sammeln wollen, okay. Erstangriff. Wichtig. Und. Gibt's hier noch kein Angriffstiming? Gibt's das hier in dem Spiel noch nicht? Also, dass man im richtigen Moment nochmal A drücken muss oder sowas. Hab das Gefühl, das gibt's noch nicht, aber das wird erst später eingeführt. Oh nein! Ah, Erstangriff! Nein! Heißt, er macht mir Schaden. Man hat einen Peakshelm auf. Scheiße. Ich wollte eigentlich noch über den rüber springen und dann mit dem Hammer angreifen. Das ist ein Pix-Gumba. Siehst du den Sturrel auf deinem Kopf? Pass auf, dass du nicht auf ihn springst. Rate mal, welcher Körperteil von dir sonst verletzt wird. Aua. Dann hau ich ihm halt ins Gesicht. Friss den Hammer, du Pixar. Oh, Junge. Der macht mich ja was. Kalt macht der mich. Komm, get down. Und 3 Erfahrungspunkte, geil. Haben wir bei 25 schon. Gut. Dann haben wir den hier noch, den guten. 2 sogar. Hör gut zu, Mario. Dieser Kerl fliegt. Mit dem Hammer kannst du ihn nicht erreichen. Um fliegende Gegner anzugreifen, setze einen Sprung ein. Du kannst über einen Feind hinwegspringen, um den dahinter anzugreifen. Das ist ein wichtiger Rat. Vergiss ihn nicht. Ja, ich weiß, ich verstehe. Bruder, ich verstehe. Das sollte das größte vom Kampf-Tutorial dann auch gewesen sein, Tatsache. Halt mit Gegnern, die man nicht angreifen kann, mit dem Sprung, Gegnern, die man nicht angreifen kann, mit Hammer. Aber kommt man sicher, dass man nicht irgendwie blocken konnte? Gut, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal den fertig hier. Oder geht das mit den Blocken oder sowas alles erst in Paper Mario 2? Das kann sein. Übrigens, dieses Ziel ist nicht einmal Game Over zu gehen im Prinzip. Das hatten wir in Super Mario RPG ein paar Mal öfter. Aber das versuchen wir hier nicht herbeizuführen.
Ich kämpfe noch kurz hier gegen den hier. Auf den Kopf geht's drauf. Und gucken, was wir noch hier kriegen. Jetzt einen Baum. Gibt uns eine Münze. Und unser erstes Sternteil. Was hast du erhalten? Sternensplitter ausgezeichnet. Ein strahlender Sternensplitter. Finde heraus, wozu man ihn brauchen kann. Jo. Was uns hier im nächsten Bereich erwartet, sehen wir dann im nächsten Part von Paper Mario. Ich danke fürs Zusehen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao.